Hier sind die Heise Online News mit Isabel Grünewald. Autoindustrie entsetzt über schärfere CO2-Grenzwerte. Die Europäische Union will bis 2030 deutlich klimafreundlichere Autos auf die Straße bringen. Neuwagen sollen dann im Schnitt 37,5% weniger Kohlendioxid in die Luft blasen als 2021. Die Vorgaben von Europaparlament und EU-Kommission sind schärfer als die Autoindustrie und die Bundesregierung dies ursprünglich wollten. Zu schaffen sind sie nur, wenn neben Benzin- und Dieselautos auch mehr Fahrzeuge ohne Emissionen verkauft werden, also reine Elektroautos. Die Hersteller müssen sich schnell umstellen und warnen vor Jobverlusten. Amazon könnte Sprachmikrowelle auch nach Deutschland bringen. Die in den USA für $60 erhältliche Mikrowelle mit Sprachsteuerung ist anscheinend so populär geworden, dass Amazon über eine breitere Vermarktung nachdenkt. Der Mikrowelle kann man über einen verbundenen Echo-Lautsprecher von Amazon Kommandos wie Alexa, wärme den Reis auf, geben. In der zweiten Jahreshälfte 2019 dürften darüber hinaus auch diverse Hausgeräte anderer Hersteller mit Alexa-Sprachsteuerung in den deutschen Handel kommen, sagte Amazon-Gerätechef Dave Limp der dpa. 80 Journalisten wegen ihrer Arbeit getötet. Inhaftiert, erniedrigt, ermordet. In vielen Ländern riskieren Journalisten immer öfter ihr Leben bei der Arbeit. Allein in diesem Jahr wurden laut Reporter ohne Grenzen mindestens 80 Medienmitarbeiter getötet. Dabei kam mehr als die Hälfte von ihnen in nur 5 Ländern ums Leben: in Afghanistan, Syrien, Mexiko, dem Jemen und in Indien. Auch unter den 348 weltweit inhaftierten Medienschaffenden sitzt mehr als die Hälfte von ihnen in 5 Ländern hinter Gittern: in China, Ägypten, der Türkei, dem Iran und Saudi-Arabien. Erpressungstrojaner kostenlos entschlüsseln. Opfer der Windows-Ransomware Everb, Hidden Tear und Insane Crypt können aufatmen. Für einige Varianten der Schädlinge sind kostenlose Tools erschienen, mit denen man verschlüsselte Dateien befreien kann, ohne Lösegeld zahlen zu müssen. Der Sicherheitsforscher Michael Gillespie hat die Tools veröffentlicht und zeigt in mehreren Meldungen, mit welchen Varianten sie kompatibel sind. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie auf heise.de.